Also ab wann eine Infrastruktur kritisch ist, das lässt sich leider gar nicht so genau definieren. Die Grenzen sind da relativ fließend. Mein Name ist Clemens Gause. Ich bin Geschäftsführer beim Verband für Sicherheitstechnik und zudem auch noch Professor für Sicherheitstechnik und Informationsmanagement an der Northern Business School in Hamburg. Wichtig ist, dass eine Infrastruktur immer dann kritisch ist, wenn sie grundsätzlich viele, viele Menschen betrifft, also versorgt. Orientierungspunkte können hier bereits auch schon sein, Infrastrukturen beispielsweise in Regionen, wo 20 oder 30 oder 40.000 Menschen leben. Das können sowohl Unternehmen, aber auch öffentliche Unternehmen oder auch Verwaltungen sein. Diese wird durch das Kritis-Dach-Gesetz erweitert. Beim Kritis-Dach-Gesetz ist insofern neu, es hat zwei ganz wichtige Perspektiven. Das eine ist die europäische Perspektive, das heißt, die Mitgliedstaaten untereinander kommunizieren künftig besser, stimmen sich besser ab mit ihren Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, aber auch ihren Schutzorganisationen, vor allem den BOS. Und die zweite Perspektive, das ist die kommunale Perspektive oder länderspezifische Perspektive, wo es auch darum geht, dass sich Bund und Länder und Kommunen besser abstimmen. Und die andere große weitere Perspektive ist, dass wir natürlich die Unternehmen selber, die Organisationen, die kritische Infrastruktur sind, die als solche dann eingestuft werden, härten. Also nehmen wir mal an, Sie sind ein Mittelständler, ja, einer der berühmt-berüchtigten deutschen Hidden Champions, von denen wir übrigens eine ganze Menge haben. Und in diesem Zusammenhang muss man ganz klar sagen, wird der Paragraph 10 im Entwurf eine sehr wichtige Rolle spielen. Dort steht zum Beispiel drin, dass eben physische Maßnahmen hervorzuheben sind und zu erneuern sind. Da wird zum Beispiel drin stehen, dass sofern noch nicht vorhanden vernünftige Zäune mit entsprechender Höhe, mit entsprechender Schutzwirkung vorhanden sein müssen. Auch Zutrittskontrollsysteme, Videosysteme, ja, ganz wichtig. Denn viele Mittelständler vernachlässigen dieses Thema Sicherheit ihrer eigenen Liegenschaften und sind eben in der physischen Sicherheit oft nicht so gut aufgestellt, wie sie es eigentlich müssten. Und es wird ein fließender Prozess sein der insgesamten Systemhärtung und der Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und dass bestimmte Sicherheitsstandards einfach aufgesetzt werden mit der Zeit, ist eine Zwangsläufigkeit, weil der Gegner schläft nicht. Ja, der schläft ja nie. Und der wird natürlich auch versuchen, immer in genau die Lücke zu stoßen, die gerade sich sozusagen, die noch besteht, die noch nicht vollständig geschlossen ist. Und dazu bietet, wie gesagt, dieses Kritis-Dach-Gesetz einen ganz hervorragenden neuen Anforderungspunkt. Und das ist ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung.